meine Lieben, da sind wir wieder bei dem Chapter 1.3 von Digimon Seekers. Wie immer erfolgt zuerst eine Zusammenfassung, bis ich am Ende dann mein Fazit gebe. Viel Spaß beim Anschauen. In diesem Kapitel liegt der Fokus auf die Einführung und der Erklärung, was es mit der digitalen Welt und den Digimon eigentlich auf sich hat. Es beginnt damit, dass Eiji in der Mitte von Hologrammen steht, welche die digitale Welt zeigen, die als Kuppeltheater bzw. als ein Meer von Netzwerken bezeichnet wird. Dies kann man sich als Weltkarte mit Inseln und starken Wellen vorstellen, auf welcher verschiedene Server von allen möglichen Nationen schwimmen. Diese Server werden als schwimmende Inseln oder auch als Schiffe dargestellt und die Benutzer tauchen in den Ozean des Netzwerks ein. Die Umgebung ändert sich und man sieht ein dreidimensionales Bild in lebhaften Farben, welches einen Cyberspace darstellen soll, der in einem digitalen Netzwerk existiert. Die Qualität lässt zwar noch etwas zu wünschen übrig, aber dennoch kann man eine wunderschöne Wildnis erkennen, die an den Bildern erinnert, welche man an dem Display in der Lobby gesehen hat. Alles wird wieder normal und man erfährt, dass diese Technologie, also dass die Idee dahinter zwar von der Universität stammt, aber auch, dass Aberdeen Electronics diese Idee in die Praxis umgesetzt hat. Nun erscheint ein Betamon, welches grün wie eine Wassermelone mit schwarzen Streifen ist. Es befindet sich auf dem Rookie-Level, gehört zu den Amphibien-Digimon und ist vom Typus Virus. Es erfolgt eine Erklärung darüber, was ein Digimon in dem Fall ist und es wird mit einer Präsentation untermalt, welche Bilder des genannten Digimons zeigt. Ein Digimon ist demnach eine Informationslebensform, die in der digitalen Welt lebt, sprich also eine lebende künstliche Intelligenz. Es kann alle möglichen Formen annehmen, wie zum Beispiel Fische, Amphibien oder Reptilien. Ein Digimon besitzt zudem verschiedene Level wie Ausbildung, Rookie, Champion, Ultra und Mega. Aber auch die drei grundlegenden Attribute müssen berücksichtigt werden, welche uns eher als Typus bekannt sind, nämlich Virus, Datei und in dem Fall von Digimon Seekers mit Vaccin, also auf gut Deutsch übersetzt wahrscheinlich Impfstoff. Eiji lauscht währenddessen den Erklärungen des Professors ganz gebannt und man erfährt weiterhin, dass die Digimon durch den Kontakt mit der digitalen Welt entdeckt wurden, was zu einer Revolution der menschlichen Gesellschaft führte. Unter anderem fungieren die Digimon als künstliche Intelligenz und sie werden vor allem in den Bereich der Software eingesetzt. Aber gleichzeitig wird auch noch betont, dass die ganze Existenz um Digimon immer noch ein großes Geheimnis der Menschheit ist und dass wirklich kaum einer weiß, dass die digitale Welt wirklich existiert. Weil die ganzen Zusammenhänge wohl nur von den wenigsten verstanden werden würden. Es gibt aber auch eine andere Seite und der Ton des Dialogs ändert sich in einen eher maschinelleren Ton. Digimon werden nämlich auch als Werkzeuge für den Cyberterrorismus missbraucht, was man als ein sogenanntes Digimon-Verbrechen betitelt. Das Bild verändert sich und Eiji sitzt in der Passagierkabine eines Verkehrsflugzeuges. Er bemerkt, dass er nachts über die Wolken fliegt und dass das Tönen der Düsentriebwerke gut zu hören sind. Die Kabine wird von einem Passagier mit seinem Smartphone gefilmt und neben ihm schläft eine Frau, wobei man nicht sagen kann, in welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen. Plötzlich herrscht überall Lärm, den Eiji regelrecht taub macht und danach folgt Stille und eine tiefe Dunkelheit. Die Sauerstoffmasken fallen herunter, nicht wenige Menschen sind verwirrt und viele von ihnen schreien, während Eiji bemerkt, dass er mitten in einem Flugzeugabsturz fest. Es erfolgt eine kurze Erklärung über Tomonori Ryusenji, der weltweit schon immer führend war, was die Entdeckung der digitalen Welt und der Erforschung digitaler Monster angeht, und er sei auch der Grund, warum sich das Digital Lab bei der Universität befindet. Das digitale Dock verblasst und Eiji findet sich in dem Büro des Professors wieder. Dies ist ein privates Zimmer, von dem ein Teil der Wand aus Glas besteht und es wirkt wohl eher wie ein mit Geräten, Materialien und Kartons vollgestopftes Regal eines Universitätslabors. Und wenn er beides verbindet, sprich das digitale Log und die Ausrüstung des Labors, dann kann er damit auch Digimon hololisieren. Er zeigt das Betamon, welches von dem Professor als ein Modoki-Betamon bezeichnet
gezeichnet wird und man sieht, dass Eiji bzw. seine Tyrannomon den Auftrag demnach erfüllen konnten. Professor Ryo Senji zeichnet mit seinem Finger die Umrisse des Digimon nach, als würde er es streicheln. Man erfährt, dass die Digimon als ein Programm der künstlichen Intelligenz zu einem sehr hohen Preis auf dem Kundenmarkt verkauft werden. Und nach einer Analyse hat Ryo Senji herausgefunden, dass das Tyrannomon Nummer 3 mit einer Klingenflossentechnik des Modoki Betamon getötet wurde, indem es eine Schockwelle von der Rückenflosse aus abgefeuert hat. Eiji weiß dabei nicht so recht, was er mit der Bezeichnung Modoki anfangen soll, aber er weiß, dass es anders als die meisten Betamon wirkt. Der Professor gibt sich erst ein bisschen über die Unwissenheit enttäuscht, beruhigt sich aber wieder, als Eiji betont, dass er gemerkt hat, wie anders die Farbe des Modoki Betamon ist. Der Professor Ryo Senji gibt noch einen kleinen Bonus bei der Bezahlung hinzu und Eiji freut sich jetzt schon über sein Abendessen, welches aus einer Rinderbowle mit Gurken und einem rohen Ei besteht. Professor Ryo Senji erklärt Eiji auch den Grund für das vorhin Erlebte. Das alles war nämlich ein Werbevideo, welches aus dem Plan resultierte, dass man einst den Unterhaltungssektor noch weiter ausbauen wollte, nämlich das sogenannte Digimon-Land. Und die Idee dahinter war, dass man die Digimon als Charaktere an die breite Öffentlichkeit verkaufen wollte, vor allem an die, die nichts über die digitale Welt wissen. Dabei faszinierte es den Professor am meisten, dass die Digimon süchtig werden konnten. Am Ende lässt Eiji seiner Fantasie weiter freien Lauf und kommt zu dem Entschluss, dass Digimon leben. Dann wird es jetzt Zeit für mein Fazit. Sehr schön hat mir in diesem Kapitel gefallen, dass man wirklich sehr einfach versucht hat zu erklären, was es eigentlich mit Digimon auf sich hat, sprich wie sie entstanden sind, aber auch was es mit den ganzen Level und mit den verschiedenen Typen auf sich hat. Natürlich war das jetzt von Fans, die, sag ich mal, von der ersten Stunde an dabei sind, nichts Neues, aber man muss da ja auch immer noch im Hintergrund behalten, dass es durchaus hier und da noch einige Menschen gibt, für die das Digimon-Universum ja vollkommen neu ist oder die es ja vielleicht auch erst durch diesen Novel für sich entdeckt haben. Weiterhin denke ich mittlerweile, dass sich der recht düstere Ton noch sehr lange durchziehen wird, da man ja doch auch sehr darauf eingegangen ist, dass Digimon eben nicht nur reine Kuscheltiere sind, sondern dass man gerade auf digitaler Ebene damit auch sehr viel Blödsinn anrichten kann, wie zum Beispiel eben den Flugzeugabsturz, den Eiji ja miterlebt hat, auch wenn es ja zum Glück nur ein Hologramm war. Und ich denke, dass es da einem schon ganz schön anders werden kann. Und dann hat sich der Professor ja auch noch sehr darüber gewundert, dass Eiji ja nichts mit dem Begriff Modoki anfangen konnte. Und da ahne ich jetzt schon, dass das bestimmt nochmal aufgegriffen wird und dass da bestimmt noch mehr dahinter steckt, dass eben nicht nur die Farbe anders ist. Sonst hätte Ryo Senji ja nicht den kleinen Bonus noch extra überwiesen. Und für diejenigen von euch, die mit dem Begriff Modoki nichts anfangen können, erkläre ich den an der Stelle nochmal. Modoki kommt aus dem Japanischen und bedeutet so viel wie, dass etwas zwar ähnlich, aber auch verschieden ist. Wer weiß, ob das in Zukunft nicht vielleicht noch zu Problemen führen wird. Apropos Probleme. Am Ende war ja dann auch noch von dem sogenannten Digimon-Land die Rede. Und ich muss ja zugeben, das Konzept dahinter klingt wirklich sehr, sehr, sehr fragwürdig. Ich meine, Digimon sind in dem Universum ja wirklich noch weitgehend unbekannt und die Idee hinter diesem Digimon-Land ist ja, dass sie die Charaktere an Menschen verkaufen wollen, die ja nicht mal wissen, was Digimon sind. Das kann doch vorne und hinten nicht gut gehen. Ein wenig geschockt hat mich ja auch der Gedanke des Professors. Er war ja am meisten davon fasziniert, dass sie Digimon süchtig werden können. Und da frage ich mich doch, ob der Professor wirklich so eine ehrliche Haut ist oder ob hinter all dem noch viel, viel mehr steckt. Ich vermute da auch sehr stark, dass man im Laufe der Zeit vielleicht die Idee von dem Digimon-Land eindeutig nochmal aufgreifen wird, aber dass das auch gründlich schief geht und dass die Digimon dann eventuell anfangen könnten zu rebellieren, wenn sie sehen, dass die Menschen sie doch eher weniger gut behandeln. Und irgendwie ist es dann doch ein recht interessanter Gedanke, wenn es dann in diesem Falle wirklich nur mal zwei Seiten geben würde. Einerseits die Menschen, die Digimon komplett falsch verstehen und auf der anderen Seite die Digimon, die sich komplett falsch verstanden fühlen, denen es dann wirklich irgendwann mal so reicht,
dass ich sage, nein, die Menschen brauchen eine Lektion. Oder aber, was vermutlich eher der Fall sein wird, dass sich die Digimon, wie wir es ja schon kennen, ich sag mal, in zwei verschiedene Gruppen spalten. Die einen Digimon wollen den Menschen helfen und die andere dreht komplett durch. Ich bin dann doch schon sehr gespannt, in welche Richtung das mit dem Digimon-Land gehen wird. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Meinungen dazu sehr gerne in den Kommentaren schreiben. Zusammengefasst würde ich ja schon sagen, dass dieses Kapitel bisher am spannendsten war und dass man doch schon neugieriger darauf geworden ist, wie sich die Story entwickelt. Oder was meint ihr? Kennt ihr denn schon meine Playliste zu den Digimon News, bei der ich euch über alles, was in dem Digimon-Universum vor sich geht, auf den Laufenden halte? Wenn nein, könnt ihr gerne einen Blick auf die Playliste rechts von euch riskieren. Links von euch findet ihr meine Playliste zu dem Digimon Tamers Universum. Weiterhin würde ich mich sehr über euer Like und euer Abo freuen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.